dazu haben wir den bestmöglichen Keynote-Sprecher gefunden, den in diesem Bereich nicht nur in Deutschland führenden Forscher, Herrn Professor Martin Hellwig. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn und Mitglied der dortigen Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät. In der Handelsblatt-Rangliste der Forschungsleistungen deutschsprachiger Volkswirte belegt er einen ruhmreichen zweiten Platz. Und er ist außerdem, also um nur einiges aufzuzählen, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft, berät die Europäische Kommission, hat an, glaube ich, allen amerikanischen Elite-Universitäten gelehrt. Und vor allem hat er vor kurzem das Buch veröffentlicht, des Bankers Neue Kleider. Und das gehört meiner Ansicht nach zu den wichtigsten Büchern zu den Konsequenzen aus der Finanzkrise. Herr Professor Hellwig, ich darf Sie bitten. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung, vielen Dank für die Einladung. Neues Denken zu Banken und Finanzmärkten. Ich habe da so ein paar Fragezeichen. Sollen wir uns das als Forderung oder als Tatsache vorstellen? Neues Denken bei wem? Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Medien. Ist das neue Denken, das wir brauchen, nicht vielleicht ganz uralt? Wir sind alle sehr gut darin, Dinge, die wir schon einmal wussten, zu vergessen. Und dann reden wir eigentlich über Denken oder über Sprechblasen. Bei vielem, was man im Diskurs zu wirtschaftlichen Zusammenhängen hört und liest, würde ich sagen, das hat mit Denken wenig zu tun und viel mit Sprechblasen. Oder reden wir über Double Talk zur Verschleierung von materiellen Interessen, die der Sprechende nicht so gerne offenlegt? Wir haben die Vorwürfe im Laufe des Tages schon mehrfach gehört. Die Krise war eine Folge der Deregulierung. Die Krise offenbart den Bankrott der Wirtschaftswissenschaften und des Neoliberalismus. Genau genommen sind wir ja nur eine neoliberale Sekte, gleich nach Scientology. Die Krise war eine Folge der Gier der Banker, insbesondere ein Produkt von Herrn Ackermann und der Deutschen Bank. Und wir brauchen mehr Gemeinwohlorientierung der Banken. Gucken wir uns mal ein paar Zahlen an. Verluste in der Krise. Für WestLB sagt Herr Walter Borjans 18 Milliarden seit 2005. Hätte er 2001 genommen, wären es 5 Milliarden mehr. Aber in den 4 Jahren war seine eigene Partei noch dran. HSH Nordbank 4 Milliarden, Bayerische Landesbank 8 Milliarden, Sachsen LB mindestens 2 Milliarden, Landesbank Baden-Württemberg habe ich die Zahlen nicht ganz herausfinden können, aber auch in der Größenordnung 5 bis 10 Milliarden. IKB 9 Milliarden, HRE irgendwas zwischen 12 und 19 Milliarden, Commerzbank 3 bis 6 Milliarden. Über was für Banken reden wir eigentlich? Herr Ackermann ist nicht dabei, obwohl Herr Ackermann auch einen erheblichen Teil Mitverantwortung hat. Reden wir über Marktversagen oder über Politikversagen? Was waren die Ursachen? Zocken in toxischen Papieren? Für ein paar Basispunkte mehr vergisst auch der Politiker im Verwaltungsrat der Sächsischen Landesbank die Risiken. Oder der Vertreter der KfW im Aufsichtsrat der Industriekreditbank. Oder der Vertreter des Finanzministeriums. Altlasten. Hypo Real Estate gehört zwar in die Kategorie private Banken, aber die Großmutter der Hypo Real Estate war die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, die unter dem Einfluss des Freistaats Bayern als großen Minderheitsaktionär sich in den neuen Ländern verzockte. Und nach der Zwangsehe zwischen Hypo und Vereinsbank, die durch den Freistaat Bayern initiiert worden war oder maßgeblich vermittelt worden war,
hatte das neue Institut HVB viele Probleme und gründete die HRE als eine Bad Bank. Auch nicht so ganz klar, dass das ein Versagen der Marktwirtschaft ist. Liberalisierung des Pfandbriefmarkts 2005, maßgeblich im Interesse der Landesbanken, führte zu enormem Wettbewerb, in dem man nur mit extremer Fristentransformation überleben konnte. HRE und Dexia haben Tagesgelder auf dem Geldmarkt benutzt, um die Überdeckung für ihre Hypotheken und Staatsanleihen zu finanzieren. Insgesamt haben wir ein System mit drastischen Überkapazitäten, das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, in bestimmten Marktsegmenten und Marktaustrittsbarrieren, die im Wesentlichen politisch definiert sind. Wiederum Stichwort Landesbanken. Die Gründung eines nationalen Champions, von Schröder 2004 vorgeschlagen, von Commerzbank und Dresdner Bank 2008, versucht, allerdings mit etwas anderen Prämissen, gehört auch dazu. Nationale Champions, das war doch ein Glaubensbekenntnis von Rot-Grün. Wir haben im Hauptgutachten der Monopolkommission 2004 zu dem Thema etwas gesagt, nämlich im Banksektor schafft das ein Too-Big-to-Fail-Problem und Moral Hazard und machten einen Hinweis auf die Krise von 1931, die unter anderem durch Moral Hazard verursacht wurde. Die großen privaten Banken hatten sich allzu sehr auf die Liquiditätshilfe der Reichsbank verlassen. Und als die Reichsbank das nicht mehr leisten konnte aufgrund der währungsgesetzlichen Vorschriften, brach die Krise aus. Bundesregierung, die gehalten ist, auf so etwas zu antworten, gab den Hinweis, jeglicher Verweis auf 31 ist irrelevant. Heute haben wir die BaFin und die Bundesbank und deren Aufsicht unter Implementierung der europäischen Richtlinien und des Kreditwesengesetzes wird verhindern, dass es ein Problem wie 31 je wieder geben wird. Wir hatten auch, allerdings in einem anderen Kapitel 2004, gewarnt vor der Exposure des Systems zu Systemrisiken und Makroschocks. Beim Thema neues Denken, und hier ist nun ein Kommentar auch auf die verschiedenen Statements, die ich heute gehört habe, beim Thema Versagen der Wirtschaftswissenschaften. Ein Teil der Verantwortung für das Versagen liegt bei den Adressaten, die Äußerungen der Wissenschaft nur wahrnehmen, wenn sie ihnen in den Kram passt. Und wenn sie ihnen nicht in den Kram passen, dann sagen sie, was macht ihr eigentlich für ein irrelevantes Zeugs? Ihr solltet mal lieber relevanter sein und euch um das kümmern, was uns interessiert. Die Politik hat sich vor der Krise und seit der Krise im Wesentlichen als Lobby betätigt. Basel ist ein Wettlauf nach unten. Bei der Liquidity Coverage Ratio, die Banken sollen gehalten werden, sicherzustellen, dass sie ihren Geldbedarf über die nächsten 30 Tage durch liquide Mittel decken können. Was ist liquide? Ja, Bargeld. Aber darauf verdient man kein Geld. Also müssen wir noch was anderes nehmen. Staatsanleihen. Klar, der Staat will, dass die Banken ihn finanzieren. Pfandbriefe. In Dänemark war das schon immer so. Außerdem sollen ja Immobilien finanziert werden. Alles liquide. Und dann sagt der Amerikaner, wir kennen keine Pfandbriefe, wir kennen nur Hypothekenverbriefungen. Und die werden jetzt auch angerechnet. Und das im Sommer 2007, die Märkte für Hypothekenverbriefungen von einem Tag auf den anderen völlig zusammenbrachen und das Zeug völlig illiquide wurde, das ist vergessen worden. Das ist die Dialektik der Regulierungsdiskussion. Das alles im Namen von Level Playing Fields. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Banken im globalen Wettbewerb bestehen können, fair behandelt werden. Ich muss gestehen, es wäre mir lieber gewesen, wenn die WestLB oder die Sächsische Landesbank im Wettbewerb um globale Finanzierungen durch Geldmarkttitel und im Wettbewerb um die Akquisition von toxischen Papieren etwas weniger wettbewerbsfähig gewesen wären. Stellen Sie sich mal vor, die
Energieindustrie würde sagen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen, brauchen wir Atomkraftwerke nach den Sicherheitsstandards von Fessenheim oder Pressburg, Bratislava, denn dort arbeiten die mit diesen Kraftwerken und mit denen stehen wir im Wettbewerb. Was gäbe es für einen Aufstand in den deutschen Medien? Aber natürlich, der Politiker denkt an die Banken als eine Quelle von Geld und nicht eine Quelle von Risiken. Übrigens nicht nur der Politiker, auch der Normalverbraucher, der sich im Leserbrief an die Zeitung beschwert, was die Banken alles nicht tun, was sie tun sollten. Die Landesbanken und Sparkassen sind erwünscht als Schattenhaushalte und dann haben wir die Deregulierung aus politischem Interesse. Es hat in Deutschland keine systematische offizielle Untersuchung der Ursachen der Krise gegeben. Das Versäumnis, das diesbezüglich heute früh angesprochen wurde, ist vielmehr ein Versäumnis der Bundesregierung und des Parlaments und weniger ein Versäumnis der Wissenschaft. Was waren die Ursachen? Verbriefung ohne Haftung, Immobilienblasen, Staatsschuldenblasen, extrem hohe Verschuldung, extreme Fristentransformation, extreme Vernetzung, teils weil das Risikomanagement es erforderte, dass die Branche sehr viel an Derivaten, in Derivaten tätig war und das für die Vernetzung mit sorgte, teils weil die Rechnungslegungsregeln bedeuteten, dass wenn man Papiere im Handelsbuch hatte, die Kurse gingen runter, man kam in die Klemme, man reagierte defensiv, verkaufte etwas, übte Druck auf die Kurse aus, dann wirkte das auf die Bücher aller anderen Banken, die diese Papiere hielten. Ein Vernetzungsmechanismus, den es bei der Japan-Krise zum Beispiel noch nicht gegeben hat. Am Ende natürlich auch den Mangel an Cash, als die Geldmarktfonds zusammenbrachen und ihre Mittel überall zurückzogen. Verbriefung ist sinnvoll. Entschuldigung, die Weitergabe von Risiken an Dritten ist sinnvoll. Immobilienfinanzierungen sind mit sehr viel Risiken behaftet. Aber das, was in der Verbriefung geschehen ist, inklusive einer Weitergabe von Haftung, ohne eine Zerstörung von Haftung, das war schlimm. Ich habe zu dem Thema Fristentransformation, Immobilienfinanzierung und Haftung auch Liquiditätsversorgung 1994 geschrieben und dann immer mal wieder die Amerikaner gefragt, was macht ihr eigentlich mit der Haftung? Die Bank in Japan, die so ein Ding kauft, die weiß doch nicht, was die Liegenschaften in Iowa wert sind. Und da sind doch lauter schlechte Risiken drin. Kam die Antwort, ja, wenn man so ein Portfolio von 30.000 Papieren hat, bewirkt das Gesetz der großen Zahlen, dass die Risiken weg sind. Stichwort Sprechblase. Die Verwechslung von Risiko gleich Gefahr, Risiko gleich Schadenswahrscheinlichkeit und Risiko gleich Abweichung vom Mittelwert. Einfach eloquent reden mit demselben Wort und sich darüber hinwegtäuschen, dass es etwas Unterschiedliches bedeutet und darüber das Problem übersehen, das ist vielleicht ein Teil dessen, was es zu überwinden gilt. 10% Kernkapital heißt natürlich im Prinzip 2-4% relativ zur Bilanzsumme. Übrigens, vor 1999 gab es unter den 25 größten europäischen Banken nur ein oder zwei mit Eigenkapital unter 4%. 2007 gab es nur ein oder zwei mit Eigenkapital über 4%. Jeder, der findet die Leverage Ratio von 3% sein Problem, sollte sich mal fragen, wie war das eigentlich vor 1999? Warum? Nun, die Eigenkapitalanforderungen in Basel werden angewandt auf die sogenannten risikogewichteten Assets. Die Banken als Spezialisten des Risikomanagements handhaben das in ihren eigenen Modellen. Und da passiert viel Murks und viel Manipulation. Es sind in der Krise viele Banken in Schwierigkeiten gekommen aufgrund von Risiken, die in ihren Modellen auf Null gesetzt worden waren.
Systemrisiken. Ein Beispiel, das ich auch vor bald 20 Jahren mal gegeben habe. Stellen Sie sich ein System vor von 480 Banken. Jede Bank, also Bank N, leiht sich Geld mit einer Fristigkeit von N-1 Monaten und verleiht Geld mit einer Fristigkeit von N Monaten. Die einzelne Bank sagt, wir machen keine Fristentransformation. Allenfalls ein Monat. Aber was ist ein Monat bei diesem Ganzen? Aber die Banken insgesamt verwandeln Sichteinlagen in 40-jährige Hypotheken. Wir wissen, das Risiko ist da, denn die Verwendung von Sichteinlagen zur Hypothekenfinanzierung ist ein Risiko. Wo steckt es? Ja, irgendwo in den Gegenparteirisiken. Die kann man nicht messen. Aber die Aufsicht hat immer so getan, als würde es genügen, die Bilanz der einzelnen Bank zu betrachten. Wir brauchen eine Systemsicht und als Mitbeteiligter an Diskussionen im European Systemic Risk Board kann ich nur sagen, wir sind davon noch weit weg. In unserem Buch verlangen wir weg von den risikogewichteten Assets. Dann heißt es immer, eine Bank, die größere Risiken eingeht, muss mehr Eigenkapital einsetzen. Der Sprechende meint, eine Bank, die behauptet, weniger Risiken einzugehen, darf weniger Eigenkapital einsetzen. Jetzt sagen Sie das doch dasselbe, abgesehen von diesem Wort behaupten. Nein. Praktisch liegt da eine Welt dazwischen. Wenn Basel sagt 7%, Sie werden, glaube ich, kaum eine Bank auf der Welt finden, die aufgrund höherer Risiken mehr als 7% einsetzt. Und die großen Banken sind alle zwischen 2 und 4%. Und vieles von dieser Risikokleinrechnerei ist illusorisch. Wesentliche Risiken werden vermessen, zum Beispiel das Refinanzierungsrisiko von Krediten, die Korrelationen zwischen Krediten. Und die Systemrisiken sind letztlich sowieso nicht messbar. Fristentransformation. Wir brauchen Fristentransformation. Es gehört zu den volkswirtschaftlichen Aufgaben der Banken, Fristentransformation zu betreiben. Wirklich? Fristentransformation oder Liquiditätstransformation? Es ist klar, dass der Spareinleger, der sein Geld vielleicht in einem oder zwei oder drei Jahren wiederhaben will, nicht bereit ist, sich in einen 40-jährigen Kredit zu begeben. Aber warum nicht in eine Anleihe mit 40-jähriger Laufzeit, die er nach zwei oder drei Jahren verkaufen kann, zum dann geltenden Marktzins? Warum muss die Fristentransformation einhergehen mit einer Übernahme des Zinsrisikos? Dieser Effekt war ein Grund für die Finanzkrisen der 80er und 90er Jahre. Und wenn Sie die theoretische Analyse betreiben, auch hier verweise ich auf die Arbeit von 94, das wäre sogar wohlfahrtstheoretisch effizient. Vor 2007 hat man sich über diesen Sachverhalt völlig betrogen. Da haben Sie die Transaktionskette vom Einleger zum Geldmarktfonds, vom Geldmarktfonds zu einem Structured Investment Vehicle, einer Zweckgesellschaft der Sächsischen Landesbank, von der zu einer anderen Zweckgesellschaft, sagen wir der UBS, die Mortgage-Backed Securities in MBS-CDOs verwandelte, von der zu einer Zweckgesellschaft einer amerikanischen Investmentbank, die die Mortgage-Backed Securities schaffte, dann von der an die Hypothekenbank und am Ende an den Hypothekenschuldner. Die Zweckgesellschaft der Sächsischen Landesbank und die Sächsische Landesbank selbst waren sehr kurzfristig über den Geldmarkt refinanziert und sagten sich, wir können das Zeug ja immer verkaufen, deshalb machen wir gar keine Fristentransformation. Das ist Selbstbetrug und der Selbstbetrug wurde von der Praxis toleriert, von der Aufsicht toleriert, aus politisch-ökonomischen Gründen, die ich eingangs skizziert habe. Warum? Man hat es versäumt zu denken oder man fand es politisch korrekt, zu versäumen, zu denken. Wir hatten dann die Systemimplosion 2007, 2008. Ich überspringe das. Reformen. Ich werde immer wieder gefragt, ist das System heute sicherer?
Naja, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen LKW mit explosiven Chemikalien, der durch den Gotthardtunnel fährt und plötzlich gibt es einen Unfall und er explodiert. Viele Menschen kommen um, der Tunnel ist 2 Jahre gesperrt. Hinterher kriegen Sie als Reform eine Senkung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 140 Stundenkilometer. Immerhin 10 Stundenkilometer weniger. Ist das System sicherer? Ist es sicher? Nein. Aber die Senkung auf 80 Stundenkilometer, ja, das können wir doch nicht machen. Das erhöht die Kosten der Unternehmen, das senkt das Wirtschaftswachstum und das Wirtschaftswachstum wollen wir nicht antasten. Basel III erhöht die Anforderungen von 2% auf 7% bei systemrelevanten Institutionen noch mehr. Das ist realisiert worden, maßgeblich durch etwas, was in der Branche heißt, Verbesserungen des Risikogewichtsmanagements. Risikogewichte sollten sich eigentlich aus Messungen ergeben. Was heißt dann Risikogewichtsmanagement? Ich glaube, die Antwort können Sie sich denken. Ein guter Teil der Maßnahmen, die getroffen worden sind, betreffend Hedgefonds, Leerverkäufe, die Diskussion um die Finanztransaktionssteuer, das hat ungefähr so viel mit der Krise zu tun wie eine neue Vorschrift zur Begrenzung des Benzinverbrauchs von SUV mit dem Gotthard-Unglück, das ich da eben als mögliches Beispiel nannte. Man hat eine Agenda, die man auch noch verfolgt. Die neuen europäischen Behörden, ditto. Strukturmaßnahmen lösen die Probleme nicht. Hier kommt auch ein Kommentar auf die Vollgelddiskussion, die wir heute früh hatten. Lehman Brothers war eine Investmentbank. AIG war eine Versicherungsgesellschaft. Die Geldmarktfonds waren Geldmarktfonds außerhalb jeglicher Bankenregulierung. Wir dürfen uns nicht auf die Banken konzentrieren und auf die Vorstellung, dass die Banken Geld schöpfen. Wir müssen das Finanzsystem insgesamt sehen und wenn eine Investmentbank wie Lehman Brothers Systemeffekte hat, müssen wir sehen, dass im Zweifel auch die rausgeholt werden. Hypo Real Estate war eine Pfandbriefbank. Das wichtigste Systemrisiko bei Hypo Real Estate war vielleicht, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit 200 Millionen dabei waren und die Kirchen. Das Restrukturierungsgesetz, das Deutschland 2010 verabschiedet hat, ist meines Erachtens unwirksam und das gilt auch für die neue europäische Gesetzgebung. Bestätigung dafür, einen Monat nach Verabschiedung dieses Gesetzes bekam der Expertenrat Ausstiegsstrategien, der vorgeschlagen hatte, Hypo Real Estate abzuwickeln, vom Finanzministerium den Vorschlag, das doch bitte aus dem Text rauszunehmen. Wenn man das ankündige, wisse man nicht, wie man einem möglichen Zusammenbruch der Refinanzierung von Hypo Real Estate vorbeugen sollte. Sprich, der Restrukturierungsmechanismus, den man installiert hatte, wurde von den Urhebern selbst einen Monat nach der Verabschiedung als ineffektiv bezeichnet. Warum? Politische Interessen, habe ich genügend zugesagt. Irak-Effekt. So wie am 12. September 2001 Cheney gesagt hat, und Irak war immer schon ein Zentrum des Terrorismus, so hat Herr Steinbrück 2008 gesagt, und die Heuschrecken habe ich noch nie leiden mögen, alias Hedgefonds. Nostalgie unter dem Glass-Steagall-Gesetz mit einem Trennbankensystem war die Welt noch in Ordnung. Dass die Krisen der 80er Jahre damit zu tun hatten, dass dieses System zusammenbrach, wird verschwiegen. Die Wissenschaft hat auch ihren Beitrag geleistet. Zu den Glanztaten der letzten Jahre gehören Empfehlungen, zum Beispiel im Squam Lake Report. Höhere Eigenkapitalanforderungen für Banken gehen zu Lasten der Disziplin, die kurzfristigen Schulden den Bankmanagern auferlegen. Es gibt ein paar theoretische Modelle, die das tatsächlich zeigen. Diese theoretischen Modelle sind theoretisch nicht robust. Wenn ich ein kleines bisschen an den Annahmen wackle, ändern sich die Aussagen dramatisch. Und empirisch durch die Erfahrung von 2004 bis 2007 völlig widerlegt. Warum werden die Theorien nicht revidiert?
Nun, wir haben da ein Forschungsprogramm, das versucht, alles Mögliche, was man in der Welt sieht, zu erklären als Lösung auf bestimmte Optimierungsprobleme, bestimmte Informationsprobleme und Anreizprobleme. Da habe ich den Effizienzbias von vornherein eingebaut. Dass möglicherweise das, was wir sehen, ein Versagen von Kontrollmechanismen, ein Versagen von Bindungsmechanismen, ein Versagen im Umgang mit Altschulden, den verzerrenden Anreizwirkungen von Altschulden zum Ausdruck bringt, wird in unserer Branche leider verdrängt. Und hier ist ein Punkt, wo wirklich neues Denken angebracht ist. Wir müssen sehen, dass wir den Effizienzbias in unserer Wissenschaft loswerden. Eigenkapital ist teuer, überspringe ich. Banken sind anders, das haben wir heute früh auch gehört. Banken produzieren Geld. Banken verwenden Eigenkapital und Anlagen, um Einlagen zu produzieren. Das fällt für mich wiederum unter die Kategorie Sprechblasen. Warum? Das Wort Produktion ist eine Metapher. Metaphern können sinnvoll sein oder sie können irreführend sein. In diesem Fall ist die Metapher irreführend, denn es ist nicht klar, ob ich Eigenkapital als Input oder als Konkurrent zu den Einlagen, zu produzierenden Einlagen zu betrachten habe. Und die Gleichsetzung von Einlagen mit Geld ist ebenfalls eine Metapher. Eine Einlage ist zunächst mal ein Schuldtitel. Dass ich als Kunde diesen Schuldtitel genauso behandle wie den Papierzettel in meinem Portemonnaie, weil ich so oder so mit dem einen oder anderen im Supermarkt damit bezahlen kann, ist ein wichtiger Aspekt der Funktionsweise unseres Wirtschaftssystems und für den monetären Makroökonomen, der sich für das Inflationspotenzial der Zentralbankpolitik interessiert, ist es wichtig, diese Gleichartigkeit von Einlagen und Bargeld zu betrachten. Nur, das Bargeld, das die Zentralbank produziert, ist kein Schuldtitel. Und es gibt keine Möglichkeit, das der Zentralbank zurückzugeben. Die Einlage, die die private Bank, die Geschäftsbank produziert, ist ein Schuldtitel. Und wenn ich das abziehe, hat die Geschäftsbank die Schwierigkeit, wo komme ich an meine Finanzierung ran? Die Marktzusammenhänge aus der Sicht des Emittenten sind völlig anders. Nun kann ich natürlich die Vorstellung haben, ich sollte das alles integrieren. Die Vollgeldtheorie geht im Prinzip in diese Richtung. Nur, was machen wir dann mit den Geldmarktfonds? Was machen wir mit Bitcoin? Was machen wir mit allen spontanen neuen Entwicklungen, die Geldsubstitute kreieren und von der neuen Regulierung nicht betroffen sind? Auch hier ist die Aussage, die produzieren Geld, eher irreführend. Standardaussage, und das ist das Letzte, was ich zu sagen habe, Eigenkapitalanforderungen schädigen Kredite und Wachstum. Herr Ackermann im November 2009. Über das vierte Quartal 2008, mit dem schärfsten Einbruch der Kreditvergabe und des Wachstums seit der großen Weltwirtschaftskrise, reden die Herrschaften nicht. Mehr Eigenkapital heißt, es gibt bessere Puffer, um Verluste zu überstehen. Bewirkt eine Glättung und nicht eine Reduktion. Und im Übrigen kann Eigenkapital erhöht werden durch Gewinneinbehaltung oder durch Ausgabe neuer Aktien. Manchmal kann man das nicht. Zum Beispiel im deutschen Kontext ist es für manche Banken schwierig. Aber das hat wiederum damit zu tun, dass wir Überkapazitäten haben, vieles ist nicht profitabel und die Altlasten sind noch nicht bewältigt. An dem Punkt möchte ich schließen.
vielleicht das Letzte einfach dahin tun als Übergang zur Diskussion, die als nächstes folgt. Ja, vielen herzlichen Dank.